geht mal in ein Blumengeschäft rein und sagt's, hallo, geben Sie mir einen Bund Gladiatoren. Gell? Bloß einfach, ja, weißt du. Gell? Gar nicht irgendwie an die große Glocke hängen, geben Sie mir einen Bund Gladiatoren. Ja? Und schauen, was passiert. Abwarten. In Wels, in Oberösterreich, hat die Floristin zu mir gesagt, was Sie meinen, der Herr, sind Gladiolen. Was Sie gesagt haben, sind Heizkörper. Man kann es dem Nachbarn nicht verübeln, dass es sonntags ihn betrübt, wenn ein Mitmensch, um zu dübeln, mit der Bohrmaschine übt. Mit der Ruhe ist es vorbei, es klingeln seine Ohren und er denkt sich, Schweinerei, muss der Sack heut bohren. Ich werde mich jetzt sofort beschweren bei diesem miesen Ruhestörer, denn an diesem Tag des Herrn nervt er seine Bohrzuhörer. Der Nachbar springt ins Treppenhaus, sein Herz ist nicht erwärmt und findet ziemlich schnell heraus, woher es so sehr lärmt. Im zweiten Stockwerk ist die Quelle, die die Ohren malträtiert und er klingelt auf der Stelle 4-5 Mal, doch nichts passiert. Drinnen wird gebohrt wie wild, der Mensch hört seine Klingel nicht, dem Läutenden der Kamm schon schwillt, leicht rötlich wird nun sein Gesicht. Er liest den Namen auf dem Schild, er kennt ihn nicht, den Lindemann, doch ist er jetzt ganz fest gewillt, jawohl, genau, er zeigt ihn an. Doch plötzlich stoppt der Bohrer drinnen, offenbar hat er Gespür. Der Klingler klingelt wie von Sinnen und schon öffnet sich die Tür. Dem Nachbarn bleibt der Atem stehen, er starrt das hübsche Mädchen an. Er kann das alles nicht verstehen und fragt, sind Sie Herr Lindemann? Jetzt lächelt sie auch noch verlegen und fragt, ob sie sehr stört. Er sei nicht hier des Lärmes wegen, äußert er betört. Er wolle sie nur gerne fragen, ob er ihr nicht helfen kann, denn in diesen Einzugstagen braucht man doch sicher einen Mann. Ihr Lächeln wird zum Lachen und sie bittet ihn herein. Sein Bohrer macht ganz tolle Sachen. Sonntags bohren muss manchmal sein. Wirklich wunderbar, habt den ganzen Abend zugehört und es hat uns keiner mit seinem Schnarchen gestört. Es ist auch keiner gegangen, ihr habt so brav applaudiert, habt's mit eure Finger geschnippt und habt's aus Versehen auch mit dem Kopferl gewippt. Was kann man mehr verlangen? Doch ich weiß, was mir noch fehlt. Nein, ich mein jetzt nicht das Geld. Ich brauch noch, es tut mir leid, Standing O. Wäschens heut, springt's von eure Plätze auf und wer Lust hat, zirkt sie aus.
spendet's mir dann unter ihrem Schrein Applaus. Das mit die Höschen muss nicht sein, nur wer wohl. Gute Nacht.